Das Amtsgericht Duisburg hat am gestrigen Tag Haftbefehl wegen Mordes gegen den Beschuldigten erlassen. Ihm wird vorgeworfen, heimtückisch und aus Mordlust sein Opfer zielgerichtet vor den einfahrenden Zug in Förde gestoßen zu haben. Das Opfer ist durch die Kollision mit dem Zug sofort an Ort und Stelle verstorben. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 28-jährigen Mann, der in Deutschland geboren ist, allerdings die serbische Staatsangehörigkeit hat. Er ist bereits polizeibekannt, allerdings in der Vergangenheit eher mit leichteren Delikten, beispielsweise Trunkenheitsfahrten und einfachen Körperverletzungsdelikten, in Erscheinung getreten und hat bisher nur Geldstrafen bekommen.